Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei DAI Home, dem Online-Kanal des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Heidelberg. Dieses Programm ist kostenfrei, aber natürlich sind Sie willkommen mit Spenden. Und wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen wollen, können Sie Fragen zum Chat oder über die E-Mail an uns richten. Heute Abend haben wir Professor Herfried Münkler zu Gast, den Politikwissenschaftler, der sich besonders mit politischer Theorie und Ideengeschichte auseinandergesetzt hat und in wegweisenden Publikationen, ich erinnere an den 30-jährigen Krieg oder den großen Krieg, den Ersten Weltkrieg, sich den großen Fragen unserer Zeit gestellt hat. Um ihn und sein Werk in Kürze zu fassen, mache ich mir eine Formel zu eigen, die ich da gefunden habe und die ihn beschreibt als Ein-Mann-Denkfabrik. Ich muss das gleich wieder relativieren. Wenn Sie auf diese letzte Publikation gucken, werden Sie sehen, dass auch seine Frau, Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin in Dresden, gelegentlich mitwirkt. Aber heute haben wir nun ihn hier und eine große Frage, inwiefern Geschichte uns helfen kann, unsere Zeit, unsere Herausforderungen zu verstehen und möglicherweise sogar Lösungen zu finden. In diesen Wochen hören wir immer wieder von der Ausnahmesituation dieser Corona-Krise. Es ist singulär, sie sei außergewöhnlich, das stimmt sicherlich. Aber ich dachte mir immer, für einen Historiker müsse das ziemlich provozierend klingen. Man ist selten, wenn man die Geschichte überschaut, selten überrascht über das, was da vor sich geht. Jedenfalls, wir glauben, dass man von der Geschichte lernen kann. Und deswegen haben wir Professor Münkler hier zu Gast. Guten Abend, Herr Professor Münkler. Guten Abend, Herr Köllhofer. Guten Abend, alle anderen. Ich bin hier bei uns in dem Arbeitszimmer, das ich zusammen mit meiner Frau normalerweise habe. Ganz eigentümliches Verhältnis, aber ist so bei uns. Heute Abend allerdings allein, weil bei der Gesprächsführung belästigt man den anderen doch zu sehr und deswegen haben wir uns heute Abend getrennt. Das ist halt jetzt so auch allgemein eine Erfahrung gewesen. Auf der einen Seite ist dieses Homeoffice auch eine Form, in Ruhe zu sich selbst zu finden, weil so manches, was in vieler Hinsicht von den Dingen ablenkt, weg ist. Aber andererseits ist man halt in einer Weise aufeinander verwiesen und beieinander, dass man sich gelegentlich auch auf die Nerven gehen kann. Insofern ist es eine Situation, auch die eine gewisse Sensibilität erfordert. Ich würde gerne anschließend an das, was Herr Köllhofer gesagt hat, zunächst einmal überlegen, was man mit dem Blick auf die Geschichte lernen kann und dann vielleicht noch ein paar allgemeinere Überlegungen auch zur Herausforderung durch Corona anschließen. Zunächst einmal, wir wissen ja nicht, wie die Sache weitergeht. Nicht? Also man kann zwei Szenarien entfalten. Eines ist ein Worst Case und ein Best Case Szenario. Best Case, ziemlich klar, nicht? Sagen, das klingt jetzt allmählich ab, es gibt keine zweite Spitze, es gibt auch keine Mutation, die dazu führt, dass alle Erfolge, die im Hinblick auf Medizin und Impfung möglicherweise gemacht worden sind und jetzt ausgetestet werden, gleich wieder zunichte macht. Im anderen Falle die Möglichkeit, dass genau das eintritt,
dass irgendwann dann auch das Geld nicht mehr vorhanden ist und mit Konjunkturprogrammen anschließend einen solchen Lockdown wieder einzufangen, sodass also die Krise zum Dauerzustand wird. Das wissen wir nicht, aber wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann kann man doch vielleicht aus dem Auftreten von solchen Epidemien, Pandemien, früher hatte man allgemein gesagt Seuchen, die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen. Erstens, klassischerweise treten solche Seuchen häufig im Zusammenhang mit politischen Konflikten, in der Regel Kriegen, gerne auch Bürgerkriegen auf. Also eine der ersten Beschreibungen einer solchen Sammelbegriff Pest ist bei Thukydides das zweite Kriegsjahr. Athener ziehen sich in die Stadt zurück, weil sie sich in einer offenen Schlacht den Spartanern nicht stellen wollen. Und halt die Verdichtung von Bevölkerung innerhalb der im weiteren Sinne Festung Athen führt dazu, dass es zu einem solchen Krankheitsausbruch kommt, dem dann auch der Anführer der Athener Perikles zum Opfer fällt. Das ist sehr schön bei Thukydides beschrieben, im Hinblick auch auf die psychologischen Reaktionen, sodass man sagen kann, eigentlich am Anfang der politischen Geschichte, der griechische Historiker Thukydides heißt ja auch der Vater der Geschichtsschreibung, der jedenfalls der politischen Geschichtsschreibung, wir bereits eine Analyse einer Seuche haben. Nun kann man sagen, okay, also mit Krieg hat das eine Verbindung und auch ein gewisser Johannes auf Patmos, der Insel Patmos, der sich Vorstellungen über das aufschreibt, was er glaubt gesehen zu haben, also die Offenbarung des Johannes, da wird beschrieben, wie die Seuche in Begleitung des Krieges auftritt. Nicht? Also die vier apokalyptischen Reiter, so sagen der Tod, der Krieg, die Seuche und der Hunger heißt da Teuerung, nicht? Und die Seuche heißt Pest, die zusammen auftreten. Man kann sagen, das ist eigentlich etwas, was die Geschichte sehr lange gekennzeichnet hat. Köllhofer hat ja gesagt, ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch über den 30-jährigen Krieg geschrieben, da fällt das sehr auf, dass die ungeheuren Todesraten in Deutschland, ja, ein Drittel der Bevölkerung ungefähr stirbt, gar nicht durch unmittelbare physische Gewalt auf den Schlachtfeldern entsteht, sondern aufgrund der Kombination von Hunger und Krankheit. Nicht? Unterernährte Menschen sind sehr viel anfälliger für Erkrankungen und so weiter. Man konnte das in mancher Hinsicht auch in den letzten 20, 30 Jahren im subsaharischen Afrika, den Kriegen an den großen Seen beobachten, wo diverse Erkrankungen, AIDS, gut, das wird sozusagen von Truppen mit Gewalt übertragen, Ebola und derlei mehr, häufig sich mit Gewalt verbindet, Kriegsgewalt. Es war diesmal nicht der Fall. Das Interessante und Erstaunliche an dieser Pandemie ist, dass sie gar nicht sozusagen von großen Heeresmassen, von Soldaten und derlei mehr verbreitet worden ist, sondern von Urlaubern in der Regel oder Geschäftsleuten, also dem Gegenteil dessen, dass in diesem Falle dieser eine apokalyptische Reiter allein aufgetaucht ist. Das ist so nicht selbstverständlich, sondern ein Blick auf die Geschichte zeigt da eigentlich was anderes. Und vermutlich haben viele von uns eigentlich gedacht, wenn man sich von solchen Formen der Gewalt und des Krieges und des Bürgerkrieges fernhält, dann hat man auch gute Chancen, sich von solchen Seuchen oder Pandemien fernzuhalten. Und das hat man vielleicht mit Blick auf die Geschichte gedacht und oder man hat es vielleicht auch gedacht mit Hinblick auf das, was man ja sozusagen im Jemen oder in Somalia oder in dem Maghreb-Bereich beobachten konnte.
Interessant ist deswegen umso mehr, dass einige Politiker geglaubt haben, sie müssten die Bekämpfung dieser Pandemie mit einer Kriegsrhetorik untermalen. Nicht? Das hat vor allen Dingen amerikanische Präsident Trump, auch Bolsonaro, aber teilweise sogar Macron gemacht, was überhaupt nicht passt und nicht stimmt. Der Gestus des Heroischen ist gegenüber diesem Virus einfach nur eine Sinnlosigkeit. Nicht? Und sagen, hat null Effekte. Das zunächst einmal. Wenn ich zurückkomme auf den Punkt, wo ich gesagt habe, naja, wir wissen aber nicht, wie es weitergeht, ob es eine zweite Spitze gibt. Es gibt ja einige, die sagen, ja, okay, in China beginnt das jetzt. Andere sagen, ja, nee, das ist was ganz anderes. Ja, dann kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Modelle. Das eine Modell heißt Cholera und das andere heißt Pest. Das Cholera-Modell ist das von 1830, 31, 32. 32 ist die Cholera, die aus Russisch-Polen, teilweise auch eigentlich aus Russland kommt, in Frankreich angekommen. Und wer ein Freund von Heinrich Heine ist, kann sich vielleicht erinnern, dass Heinrich Heine 32 die Cholera in Paris beschreibt. Berlin fallen ja relativ viele Leute zum Opfer, unter anderem Hegel. Zuvor Preußen versuchen mit einer Beobachtungsarmee, denn in Polen ist Bürgerkrieg zu dem Zeitpunkt, ein antirussischer Aufstand, Flüchtlingen, sodass also da eine gewisse Verbreitung erfolgt. Ja, man könnte sagen, Flüchtlinge als Superspreader. Preußen schicken eine Beobachtungsarmee hin, da sterben an den Folgen der Cholera Gneisenau und Clausewitz. Also sozusagen, die zieht schon eine breite Spur. Aber Robert Koch und andere sind relativ bald in der Lage herauszufinden, dass es bestimmte, könnte sagen, sozialökologische Voraussetzungen hat, die für die Verbreitung der Cholera verantwortlich sind. Und wenn man Hygieneregeln einhält, dass man der Sache Herr werden kann. Das entwickelt sich und insofern kann man sagen, nach 32, 33 ist die Cholera ein Problem in ganz bestimmten Stadtteilen, in denen die Armut herrscht, in denen kein sauberes Wasser vorhanden ist. Es ist also eher ein soziales Problem, wo dort, wo das nicht der Fall ist, Cholera man tendenziell im Griff hat. Also eigentlich ein beherrschbares Problem, dessen Nichtbeherrschung eher ein Problem der sozialen Trennlinie ist. Es ist bei der Pest, die nach Europa kommt, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, sagen vermutlich mit mongolischen Reiterheeren bis ans Schwarze Meer, die Endpunkte der damaligen Seidenstraße und von dort mit italienischen Handelsschiffen nach Europa gebracht. Etwas anderes, denn die bleibt eigentlich in Europa bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein und ist eine unbeherrschbare Herausforderung. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen. Man weiß nicht so genau, woran das liegt. Also zu sagen, es gibt keinen Robert Koch oder vergleichbare Wissenschaftler, die Methoden entwickeln und Antworten geben, sodass man sagen kann, das ist im Prinzip für einige Jahrhunderte etwas, was die Europäer begleitet. Nun kann man jetzt nicht sagen, die Europäer, die armen Europäer, denn die haben Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Entdeckung und dann Eroberung Amerikas die Masern dorthin gebracht und den Masern, die auf eine Bevölkerung treffen, die nicht immun sind gegen Masern, also keinerlei Immunität entwickelt haben, fallen, gut, gibt kein statistisches Amt, das das damals erfasst hat, aber zwischen 70% und 80% der indigenen Bevölkerung Südamerikas zum Opfer. Nur um eine Vorstellung davon zu haben, in welcher Weise solche Pandemien, würden wir heute sagen, gegriffen haben. Und kann man nicht sagen, was weiß ich, die Leute, die da
um den Kolumbus herum gewesen sind, haben die Masern ganz bewusst eingeschleppt, sondern nö, das haben die halt so mitgebracht. Nicht? Und es war ein unerwünschter Effekt. Man kann sagen, umgekehrt hat sich weil die Karibik bei den Europäern revanchiert, indem sie die Syphilis nach Europa gebracht hat. Nicht? Die also dann, als die Franzosen bis nach Neapel durchmarschieren mit einem Heer, 1495 dann auf spanische Truppen vor Neapel treffen und sich ebenfalls mit der Syphilis infizieren, weswegen die Franzosen diese Krankheit die spanische Krankheit nennen. Irgendwann kommt sie nach Deutschland, da heißt sie dann die Franzosenkrankheit, bei den Polen heißt sie die deutsche Krankheit und so weiter und so weiter. Also sobald man sich da bewegt, kann man eine Fülle von solchen Vorgängen beobachten. Und man sagen kann, naja gut, gegen die Syphilis kann man sie schützen, indem man, vielfältig differenzierten Geschlechtsverkehr vermeidet. Von daher kann man auch sagen, es ist eine typische Krankheit, die Studenten, herumziehendes Volk, nicht? Und sagen, folgten ihren Professoren hier und dahin, waren dieser Universität, jener Universität, Kaufleute und vor allen Dingen Soldaten hatten. Ne? Dann gibt es auch Leute, die sagen, das ist eigentlich Soldatenkrankheit. Bei der Pest ist es was anderes gewesen und bei der Cholera. Also sozusagen, solche Epidemien haben immer eine soziale Verankerung. Und nachdem ich also, im März angefangen habe, mich etwas intensiver darüber mir noch einmal Gedanken zu machen, habe ich auch gesagt, es gibt jetzt Leute, die sagen, Covid-19 sei im Prinzip eine Krankheit der Reichen. Das war bezogen sozusagen, dass die Reichen natürlich in ganz anderer Weise Tourismus, wirtschaftliche Verflechtungen und so weiter haben. Tja, ich habe damals schon geschrieben, na, warten wir mal ab, wenn die Krankheit im globalen Süden angekommen ist. Nicht? Dann stellt sich das vielleicht doch noch mal anders dar. Und mit einer Zeitverzögerung von teilweise 2 Monaten ist das passiert. Und jetzt kann man doch schon ziemlich genau sehen, dass auch diese soziale Komponente wieder ein Faktor ist, der die Ausbreitung der Krankheit begleitet. Und es ist, man kann inzwischen mitnichten mehr sagen, es ist eine Krankheit der reichen Länder oder der Schwellenländer, sondern im Gegenteil, es wird eine Krankheit auch werden, die im globalen Süden sehr viel tiefere und verheerendere Spuren hinterlässt als bei uns. Erstens aufgrund der anderen Wohnverhältnisse und zweitens auch aufgrund der fehlenden Infrastruktur des Staates, also der Unmöglichkeit, diese Leute angemessen zu behandeln, Medikamente bereitzustellen und so weiter. Ich will vielleicht noch, damit wir dann auch in die Diskussion reinkommen, 3 Punkte machen. Erstens, diese Pandemie ist für uns meine ich jetzt mal so, weiteren Sinne gehobene Schichten in Europa, der Einbruch des Unberechenbaren in eine eigentlich verplante Lebenswelt. Nicht? Wir haben uns in hohem Maße daran gewöhnt, dass wir relativ lange Zeiträume beplanen können, weil wir eine Reihe von wissenschaftlichen Methoden der Ökonomie, der Demografie und so weiter haben, die Zukunft im Prinzip statistisch erfasst mit dem Verfahren der Extrapolation von gegenwärtigen Zahlen. In all dem ist natürlich so ein Faktor oder der Ausbruch einer solchen Krankheit, die global um sich greift, nicht vorgesehen gewesen. Gar nicht vorgesehen. Und dann zeigt sich das ungeheure Maß von Verwundbarkeit moderner, hochentwickelter Gesellschaften gerade für den Einbruch des Nichtberechenbaren. Kann das zeigen an dem Ende der schwarzen Null,
dem wir alle so stolz waren, oder jedenfalls viele so stolz waren. Und die ist innerhalb von Monaten weggewischt worden, als hätte es sie nie gegeben. Man kann es aber auch lebensweltlich sagen, dem Ausfallen von Urlauben, dem Nichtsehen können von Freunden, Verwandten und derlei mehr. Bei uns hat vor einiger Zeit unser Sohn geheiratet, aber der hat allein geheiratet in Zürich und wir waren eben nur per Videoschalter dabei. Das hatten wir uns auch nicht so vorgestellt. Das heißt sozusagen, wir werden uns vermutlich, wie auch immer die Sache ausgeht, Best Case, Worst Case Szenario, darauf einstellen, dass es so etwas wie einen Kontingenzpuffer wieder gibt, den wir uns abgewöhnt haben. Das wird möglicherweise eine der doch bedeutenden Veränderungen für unser unmittelbares Leben, unsere Lebensführung sein. Wenn ich das so sage, dann habe ich durchaus im Kopf, dass frühere Zeiten solche Kontingenzbewältigungsgedanken hatten. Das kann sein, Gott. Der Vorstellung, naja, solche Seuchen sind immer Straf für etwas, nicht? Dann sucht man danach. Das kann dazu führen, dass es Hexenverfolgungen gibt, dass es Judenverfolgungen gibt. Es kann auch dazu führen, dass Gesellschaften versuchen, sich neu zu erfinden. Es gibt eine große Thematisierung dessen in Sophokles, König Ödipus. Nicht, wo in Theben Seuche ist und dann wird gesucht, was die Ursache dessen ist. Und dann kommt man heraus, na, dieser amtierende König Ödipus, der hat ja da mit der Jokaste, oh Gott, das ist ja seine Mutter, ein Verhältnis und so weiter und so weiter. Also Sie sehen daran, es gab es schon immer wieder, auch vor 2500 Jahren, wenn ich da den Sophokles mal einordne, dass man versucht hat, der Kontingenz Herr zu werden, indem man dann in irgendeiner Weise jemanden gesucht hat, den man gebraucht hat, als Erklärung dafür. Der zweite Punkt bei der Beschreibung ist, wenn wir uns anschauen, wie die Politik damit umgegangen ist, kann man vermutlich in Weberschen Typus, aber ich meine, das passt ja sozusagen, wenn man den Münchner nicht ganz den Max Weber lassen will, sondern sagen, er will die meiste Zeit seines wissenschaftlich aktiven Lebens war aber in Heidelberg, also sozusagen als Referenz an die Heidelberger, idealtypisch. Kann man wieder drei Modelle unterscheiden. Eine Regierung, die mit uneingeschränkten Kompetenzen ausgestattet ist, die große Ressourcen mobilisieren kann und die durchaus auf Experten hört, die also sagen kann bei einem Ausbruch, wir sperren ganze Stadtgebiete ab, wir zwingen 17 Millionen Leute, Tests zu machen. Sie sehen, ich habe die Chinesen im Auge. Als ein Modell des Umgangs damit. Ein anderes, eine Regierung, die bei allem, was sie tut, und da eine Fülle von Restriktionen steht, die durch die Verfassung, den Rechtsstaat, die Gerichte, die das überprüfen können, bespielt werden, die auch auf Experten hört, aber sozusagen nicht im Sinne einer Erkan-Politik, also keiner weiß, welche Experten welche Ratschläge geben, sondern die Experten diskutieren auch miteinander, erzählen gegenseitig, mag auch Eitelkeit eine Rolle spielen. Das, was der Kollege gesagt hat, sei ziemlich dumm und falsch. Und die Kollegin habe ihre Zahlen gefaked. Und so weiter und so weiter. Nicht? Also in dem eine Gesellschaft, in der die Gemeinschaft der Wissenschaftler, sind ja dann nicht nur Epidemiologen und Virologen gewesen, sondern irgendwann haben sich auch die Ökonomen und die Jugendpsychologen und andere zu Wort gemeldet, um ihre Expertise einzuspeisen. Und die Regierung musste dann anschließend Entscheidungen treffen, die sie auch begründen musste und erklären musste. Das zweite Modell. Und das dritte Modell ist, würde ich sagen,
in der Regel Männer, die sich sehr maskulin geben, die eine voluntaristische Form des Auftritts sich erlauben, sagen, ja, aber ich will das so oder ich erkläre das jetzt oder ich nehme selber ein bestimmtes Mittel. Also natürlich kann man sagen, ja, okay. Ein bisschen Boris Johnson, aber ein bisschen mehr Donald Trump als der dritte Typus. Oder von mir aus auch noch Bolsonaro in Brasilien. Und das ist aber jetzt interessant, denn sozusagen diese drei Modelle werden von vielen anderen beobachtet und sie werden evaluiert im Hinblick auf Effizienz. Und da kann man sagen, in dieser Situation, und das ist mein dritter Punkt, haben die USA relativ viel an Reputation verloren, auch an Vorbildhaftigkeit. Und eher dazu gewonnen hat dieses europäische Modell, das zweite, nicht sozusagen in ihren Kompetenzen und ihren Möglichkeiten eingeschränkte Regierung, die auch noch alles erklären muss. Aber natürlich sozusagen gibt es ganz viele politische Eliten, die träumen, im Prinzip wie die Chinesen an die Dinge herangehen zu können. Man hat so seine Experten, man hat sein Militär und seine Hilfsorganisationen und man zieht das einfach durch und es gibt keine Gerichte, die dem widersprechen. Das ist insofern aufregend, weil im Unterschied zu dem, was ich vorher noch über die Geschichte gesagt habe, wir jetzt in einer Situation sind, in der Regierungshandeln innerhalb kürzester Zeit verglichen wird mit anderem innerhalb Europas. Nicht? Haben die Schweden ein ganz bestimmtes Modell verfolgt, das offenbar nicht so besonders war. Die Briten haben auch ein anderes Modell verfolgt, das offenbar auch nicht so besonders gewesen ist. Also sozusagen eine Dauerevaluation der Effekte, die auch noch eine ganze Zeit lang dauern wird, denn es geht dann um die Frage, wer verkraftet den Lockdown wie. Da gibt es eigentlich vergleichbar nichts in der Geschichte. Das ist wirklich neu. Und das ist so in etwa das, was ich gedacht habe, dass ich Ihnen kurz vortragen sollte, um Nachfragen und ein Gespräch zu eröffnen. Ja, vielen Dank. Sie haben von der Verwundbarkeit gesprochen. Und ja, ich sehe, die spontane Reaktion waren Grenzen schließen. Ja. Das ist eindämmen, das ist vielleicht ein notwendiger Schritt. Auf der anderen Seite sehen wir die Notwendigkeit des Austauschs. In gewissem Sinn auch das, was Globalisierung im besseren Sinne bedeutet, gemeinsam möglicherweise im Wettbewerb die Forschung zu betreiben, um eine Lösung zu finden. Der Multilateralismus als umspannendes Netz, das nun in Frage gestellt wird seit einiger Zeit. Wie sehen Sie den Begriff der Globalisierung unter Druck geraten und wie sehen Sie die Grenzziehung, die Grenzschließungen in diesem Kontext? Also ich habe das ja vorhin, als ich über Cholera gesprochen habe, kurz angedeutet. Die Herstellung eines Cordon sanitaire, könnte man auch sagen, also eines Bereichs, der nicht durchschritten werden darf, bei dem man die Bewegung oder die Mobilität von Menschen blockiert, um auf diese Weise die Mobilität des Erregers zu blockieren, beziehungsweise zumindest dessen Ausbreitung zu entschleunigen. Das ist ein altes Verfahren, klassisches Verfahren. Das Problem, das wir jetzt hatten, auf Europa bezogen, aber sicher auch auf andere Räume bezogen, war, dass die Grenzen, die man hochgezogen hat, ziemlich dumme Grenzen waren, nämlich die Grenzen der alten Nationalstaaten, die weder im Hinblick auf erforderliche Austausche noch im Hinblick auf wirtschaftlich verflochtene Räume intelligent sind, nicht? Und konnte das sehen, nicht, dass die Polen da ein bisschen nervös geworden sind. Dann bilden sich plötzlich 40 Kilometer Schlange auf der Autobahn von Lastwagen
Und nach einiger Zeit hat auch die Landwirtschaftsministerin festgestellt, ja, wir brauchen aber als Saisonarbeiter eigentlich ein paar hunderttausend Leute, die müssen kommen, um das zu erledigen. Und die kommen halt immer nur zu einer bestimmten Zeit, die können aber jetzt nicht rein. Was passiert da eigentlich im Bereich der Landwirtschaft? Nicht? Und zu sagen, naja, okay, wir haben ja so viele Leute jetzt, sozusagen gar nichts arbeiten, die sollen jetzt Spargel stechen. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil die das nicht können. Und so weiter und so weiter. Das heißt sozusagen, dann stellte sich relativ bald heraus, dass solche Systeme der Blockierung nicht nur das blockieren, was sie blockieren sollen, sondern auch das blockieren, worauf wir angewiesen sind. Und seien das nur Pflegekräfte oder möglicherweise Schutzmasken oder was auch immer. Also muss man sich überlegen, okay, nach wie vor sind solche Grenzziehungen ein probates Mittel, aber sie müssen intelligenter werden. Und ich habe mir mal so aufgeschrieben, man kann ja sagen, okay, man muss dann einen tendenziell autarkiefähigen Raum mit dem äußeren Abwehrring. Das wäre der Schengen-Raum. Als ich das vor einiger Zeit mit Frau Merkel mal besprochen hat, hat sie aber gleich gesagt, aber Rumänien, Bulgarien müssen mit dazu. Das heißt, sie hatte eine starke Vorstellung davon, dass die deutsche Ökonomie auf Wanderbewegungen von Arbeitskräften aus Bulgarien und Rumänien angewiesen ist. Okay, das wäre aber so ein Raum, nicht, dass man sagen kann, ja, okay, sagen, wir sind in der Lage, globale Lieferketten, globale Austausche herunterzufahren, Tourismus sowieso. Aber wir können das nicht mehr auf der Ebene der kleinen Nationalstaaten machen, sondern wir haben ja in Europa einen Prozess in Gang gesetzt, der wirtschaftlichen Verflechtung und so weiter und so weiter. Deswegen umfassen wir mal diesen Raum insgesamt. Das heißt aber, dass die Kompetenz, diesen äußeren Abwehrring herzustellen, eben nicht in den einzelnen Hauptstädten ist, sondern in Brüssel sein muss. Das wäre sozusagen die erste Lerneinheit. Die zweite Lerneinheit ist, es gibt grenzüberschreitende Räume, die besonders eng verflochten sind wirtschaftlich. München und Mailand, nicht? Also sozusagen Teile Bayerns, Teile Norditaliens. Oder Rhein-Ruhr-Gebiet plus Niederlande. Und so weiter. Also dann muss man sozusagen auf der mittleren Ebene sehr viel intelligentere Grenzregime bilden, weil man sagt, okay, dazwischen, die kann man sowieso nicht trennen, weil da gibt es Pendler und alles Mögliche und intensivsten wirtschaftlichen Austausch. Aber man kann möglicherweise sie von einem weniger in die Verflechtung hineingezogenen Umland trennen. Das ist aber eine völlig andere Form der Grenzziehung. Und das Dritte wären dann Mikroregime, die auf der Ebene von Landkreisen, also sagen Spahns Gesundheitsämter, anzusetzen sind, die darauf reagieren, okay, hier ist aber gar nicht viel an Infektionen. Wir sind auch in der Lage, weil es nur so wenige sind, Infektionsketten nachzuvollziehen. Und das heißt, hier ist die Einführung eines Blockaderegimes sehr viel geringer, in sehr viel geringerem Maße erforderlich als etwa in anderen Räumen. Wird diese Krise zumindest den Blick auf eine Weltenordnung ohne eine Weltmacht, eine geopolitische Akzentuierung suggerieren? Also das, was wir derzeit erleben, transatlantisch, häufig fühlen sich hier Intellektuelle auch angesprochen, eine traditionelle Beziehung umzupolen Richtung Osten. Wird hier eine Struktur in Frage gestellt, die bislang galt und nun sich öffnet für ganz neue Wege, möglicherweise für ein Europa neuer Identität? Ja, also ich glaube,
dass das, was ich angedeutet habe über diese äußeren Grenzziehungen, in diese Richtung geht. Man kann das sozusagen strategische Autonomie nennen. Das bezieht sich ja jetzt sozusagen nicht nur auf klassisch militärische Fragen, sondern auch Durchhaltefähigkeit in einer solchen Situation. Hat es ja auch gezeigt, in welcher Weise man in Zukunft offenbar Beatmungsgeräte, effektive Masken und derlei mehr vorhalten muss für solche Fälle, damit also nicht diese teilweise absurde Situation wieder entsteht, wie wir sie im März beobachtet haben. Das macht keinen Sinn auf der Ebene der Nationalstaaten innerhalb Europas etwa, sondern da muss man Fähigkeiten poolen. Das ist sicherlich ein zentraler Gesichtspunkt, der dabei eine Rolle spielt. Der andere Gesichtspunkt, der allerdings auch hinzukommt, ist, dass der amtierende amerikanische Präsident diese Gelegenheit nutzt, um weitere internationale Organisationen, wie also in diesem Fall die Weltgesundheitsorganisation, finanziell auszutrocknen, indem er da ausscheidet. Sodass wir vor einem paradoxen Prozess stehen, bei dem man sagen könnte, ja, gerade im Falle einer solchen Pandemie braucht man ganz besonders dringlich eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation. Nun mag die irgendwie auf chinesische Zahlen hereingefallen sein oder nicht hereingefallen sein. Ist natürlich besonders witzig, wenn der Oberkasper hier also dann denen noch glaubt, die Schelle anhängen zu müssen, der ja im Prinzip wusste, spätestens im Februar und März, wie die Sache läuft und sich dann noch getan hat, als müsse man da überhaupt gar nicht darauf reagieren. Aber was wir hier schon sehen, ist so sozusagen eine Deglobalisierung in der Weise, dass der Hüter dieser globalen Ordnung, und das waren nun mal die USA und noch, glaube ich, nach wie vor die einzigen, die diese Funktion übernehmen können, sich aus dieser Rolle krachend verabschiedet. America First ist im Prinzip die Parole der Verabschiedung aus diesen Verpflichtungen. Sodass also man sich überlegen muss, ja, was denn dann? Ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die meinen, ja, also dann muss halt Deutschland diese Aufgaben übernehmen. Ne? Dafür sind wir zu klein. Haben wir nicht dafür und Ressourcen. Und dazu ist auch die Bereitschaft der Bevölkerung, diese Lasten zu tragen, nicht groß genug. Sondern dann muss man sich überlegen, wie kriegt man Einheiten hin, bei denen die Investitionen, die hinausgehen über den engeren Raum des eigenen Nationalstaates mit den entsprechenden identitären Unterfütterungen, so groß, dass es plausible Vorstellungen eines gemeinsamen Nutzens gibt. Nicht? Also man könnte das beschreiben im Modell des Investment in Common Goods, Investitionen in Gemeingüter. Und da bietet sich halt Europa, also die EU, an. Und insofern glaube ich, dass es die große Chance für die Europäische Union ist, in dieser Situation nun Pläne zu entwickeln, wie man in einer Welt, die zwangsläufig größere Räume umfassen muss, als das die klassischen Nationalstaaten sind, aber gleichzeitig, jedenfalls aus europäischer Perspektive, aber erkennbar auch aus amerikanischer, sonst hätte Trump ja nicht so viele Wähler, die hinter ihm stehen, zu groß ist, als dass einer allein und auf seine Kosten sozusagen die Gemeinaufgaben übernimmt, wie man so etwas organisieren kann. Und das glaube ich, das ist eine Entwicklung, die sowieso in Gang gesetzt worden ist. Man könnte das ja auch am Bereich von Sicherheitspolitik, Rüstungsausgaben und so weiter diskutieren, die jetzt durch die Erfahrung dieser Pandemie beschleunigt worden ist. Gibt es einen Gewinner, einen offensichtlichen Gewinner dieser Krise, wenn ich zum Beispiel die Digitalisierung sehe, die bildungspolitischen Wende
Veränderungen, die ja für einige schon seit Jahren anstehen, dass dieser Stau aufgelöst wird, dass Bildungslandschaften völlig sich verändern, Universitäten sich verändern, sozusagen Fernuniversität Hagen sozusagen ein Stichwortgeber wird für zukünftige bildungspolitische Institutionen. Aber auch der politische Verkehr durch das Erlebnis von Homeoffice und Geläufigkeit von moderner Technologie eigentlich den großen Rückenwind bekommen hat durch diese Krise. Ich glaube, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt beschrieben. Würde mal sagen, ganz viele Leute haben und auch ganz viele Unternehmen und Institutionen des öffentlichen Raums haben die Erfahrung gemacht, dass Videokonferenzen in vieler Hinsicht sehr viel günstiger sind, als alle möglichen Leute mit Flugzeugen, Zügen und anderem mehr heranzuführen, die also dann da für mehrere Stunden zusammensitzen. Und dann haben sie wieder relativ viel Fahrzeit, um zurückzukommen. Und das kann man sozusagen sehr viel kostengünstiger machen. Das heißt nicht, dass alles in Zukunft nur noch per Videokonferenz ist, sondern es wird auch sicher Präsenzveranstaltungen geben, deren Charme ich auch nicht in Abrede stellen will. Aber solche Videokommunikationsformen werden sehr viel stärker bleiben, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Einfach auch aus Ersparnisgründen. Ja? Meine, wenn Sie sonst sozusagen die zusätzliche Zeit von Leuten, die entsprechend teuer sind und dazu also noch entsprechende Reisekosten rechnen, dann kann man da schon erheblich einsparen. Das Erstaunliche ist, die Universität hat recht gut damit umgehen können. Das hat damit was auch zu tun, dass sie ja in der Regel mit Erwachsenen zu tun hat. Ich habe Videolehre sowohl mit der Universität Zürich als auch der Universität Luzern gemacht. Meine Frau hat mit ihren Dresdner Studenten das gemacht. Mancher Hinsicht kann man auch sagen, die sind munterer gewesen, weil sie die Chat-Funktion hatten. Die haben mehr Fragen gestellt, als wenn sie sozusagen physisch sich vor anderen zeigen müssen. So haben sie irgendwie das reingeschrieben. Und das heißt jetzt nicht, dass alles in dieser Weise zu machen ist. Ich glaube auch nach wie vor, dass viele Dinge in einem Face-to-Face-Gespräch nur machbar sind. Aber jawohl, ich soll mich nicht so vorlehnen. Mache ich. Aber auch das wird etwas sein, wobei man nochmal drüber nachdenken muss, wie sozusagen Videolehre und Präsenzlehre vernünftig kombiniert werden können. Wo das Ganze eingeschlagen hat wie eine Bombe und viele Trümmer hinterlassen hat, sind die Schulen in unterschiedlicher Weise, die das nur sehr bedingt geregelt bekommen haben. Das beginnt beim Schulhof, das beginnt bei der Ausstattung mit entsprechenden Geräten und so weiter und so weiter. Das alles, da hat man sich in der Universität keine Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich unterstellt wird, da hat halt jeder seinen Computer oder PC und da muss man sich jetzt nicht drüber große Gedanken machen. Also das für die Schulen, da muss nochmal kräftig nachgearbeitet werden, weil wir ja nicht wissen, ob wir möglicherweise eine ähnliche Situation im Herbst und im Winter wieder haben werden. Und da bin ich neugierig, wie die das hinbekommen, dass die Universitäten gegebenenfalls nochmal im Wintersemester wesentlich gestützt auf Videolehre machen können, das würde ich sagen, ist eigentlich keine Katastrophe. Das ist machbar. Man kann auch Videosprechstunden durchführen und so weiter. Ja, nun sehen wir das in vielen anderen Bereichen sehr ähnlich. Wir sehen die großen Schlagzeilen, dass Amazon letztendlich den ganzen Einzelhandel unterwandern wird.
Und wie im amerikanischen Wahlkampf meinte Elizabeth Warren, dass man diese Firma unbedingt zerschlagen müsse. Was für Möglichkeiten hat Europa, sich dieser Herausforderung zu stellen? Ja, die Europäer werden gut beraten, wenn sie in bestimmten strategisch zentralen Bereichen, IT ist das eine, aber auch solche Großhandelsunternehmen ihre eigenen Akteure ausbilden. Ja, also Amazon ist zweifellos einer der Gewinner dieser Krise, nicht? Das war ja Ihre vorherige Frage. Paketdienste sind es natürlich auch. Ob das jetzt besonders attraktive Arbeitsplätze sind, die darüber entstanden sind, das wird man bezweifeln dürfen. Das sozusagen hat eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften aus Osteuropa, ja, stimuliert. Also da kann man auch sagen, was wir da beobachten, ist eine Tendenz zur Entqualifizierung von Arbeit. Wenn wir mal das nehmen, einem Bereich, der mir einigermaßen vertraut ist, nämlich sozusagen die Buchhandlung und die Leute, die einen da bedienen und halt die Männer und Frauen, die, wenn ich das bei Amazon oder wem auch immer bestelle, die Pakete ausfahren. Das ist sozusagen ein Prozess der Entqualifizierung. Das Ganze findet beratungslos statt. Ich recherchiere irgendwie im Netz, ob ich das Buch brauchen kann oder nicht, ob ich es habe oder nicht und derlei mehr. Da begegnen wir einer ausgesprochen ambivalenten Entwicklung. Einerseits gehört es zur Kultur europäischer Städte dazu, dass es so etwas wie lebendige Einkaufszentren gibt, nicht? Und wenn sagen, solche Dienstleister, kann sich das ja auch noch mal vorstellen, betrifft nicht nur das, was Amazon macht, sondern auch Edeka und Rewe und derlei mehr fahren das dann aus. Das Ganze wird per Netz bestellt und die liefern das dann an. Dann ist das ein Sterben der Innenstädte, dann ist das ein Verlust im Prinzip lebendiger öffentlicher Räume. Da kann man das also nochmal bei Hannah Arendt nachlesen, was solche Formen von öffentlichen Räumen bedeuten, gerade für unser Selbstverständnis von Polis. Da muss man sich viele Gedanken drüber machen, wie man Gewinnern eines naturwüchsigen Umgangs mit dieser Krise, wenn ich mal so flapsig sagen darf, die Fingernägel schneidet. Nun ist die Krise nur eine Facette unserer Gegenwart. Es sind andere Krisen. In Europa versucht man mit dem Brexit zurechtzukommen. Generell ist Europa hat, wir haben schon drüber gesprochen, hat einen enormen Stau sich an der Selbstfindung, an der Neudefinierung, Neuausrichtung. Meine Frage. Neben all diesen gemeinsamen Erfahrungen der Krise, wer könnte Aufbruch? Naja, im Prinzip können das nur zwei. Das ist die Achse Paris-Berlin oder Berlin-Paris, die aber zurzeit nicht so rund läuft. Das hat was damit zu tun, dass die Franzosen zunehmend misstrauisch auf die Deutschen gucken, bis zur Wiedervereinigung oder auch noch eine Zeit lang darüber hinaus, sah man sich sozusagen auf Augenhöhe, ungefähr gleiche Bevölkerungszahl. Die Deutschen hatten ein bisschen bessere Wirtschaftsleistung, dafür hatten die Franzosen ihre Forste Frappe und so weiter und so weiter. Das war sozusagen gleich. Das hat sich jetzt verändert. Da gibt es sozusagen nicht nur einen Unterschied von den ungefähr 20 Millionen Menschen, sondern auch einen sehr hohen ökonomischen Unterschied und unterschiedliche fiskalische Fähigkeiten. Das ändert aber nichts dran, dass die beiden das hinbekommen müssen, Europa wieder in Gang zu setzen. Die Deutschen haben seine ganze Zeit geguckt, da
Macron kündigt viel an, aber kriegt da auch was hin? Das ist durchaus eine begründete politische Zurückhaltung, nicht? Man möchte sozusagen nicht auf Pferde setzen, die am nächsten Hindernis sich überschlagen. Die französischen Sorgen gegenüber den Deutschen habe ich schon beschrieben. Also hier wieder sozusagen eine Kultur des Vertrauens aufzubauen, die teilweise auch durch die Grenzziehungen beschädigt worden ist. Um diese Initiativen ökonomischer Art im Hinblick auf das Vorhalten bestimmter Produkte, auch im Hinblick auf das Verhindern des Ausverkaufs von Forschung. CureVac Tübingen war da ja jetzt eine Diskussion vor einiger Zeit, zu verhindern. Das werden nur die bekommen. Ich glaube nicht, dass Spanien und Italien da eine besondere Rolle spielen können. Die sind mit ihren eigenen Problemen so paralysiert. Da ist auch nicht ganz klar, in welcher Weise dort belastbare politische Mehrheiten und vor allen Dingen handlungsfähige politische Eliten agieren. Glauben Sie, dass die Option also finanzpolitischer Gemeinsamkeit, dass das eine Chance hat? Ja, jedenfalls im Sinne eines mittleren Weges, dass man da ein paar Schritte weitergeht. Das ist jetzt sozusagen sowieso auf der Tagesordnung, weil ja der Nettozahler Großbritannien draußen ist, werden sich da Änderungen abspielen. Aber man darf das natürlich auch nicht überziehen, denn das, was im Süden Europas ein Linkspopulismus ist, ist im Norden Europa ein Rechtspopulismus des Sinns, dass man gerne oder so eine sehr starke Neigung, dass der Rückkehr zu nationalstaatlichen Gesichtspunkten gibt und man nicht möchte, dass man die Schulden ja anderer, die dann entsprechend invektiv belegt werden mit Leichtsinn, Pleitegeiern und was auch immer, übernommen werden. Und es ist auch klar, wenn in den Nettozahlerländern der EU rechtspopulistische Regierungen an die Macht kommen, dann ist das Projekt sowieso gescheitert, nicht? Insofern ist das ein Balanceakt, so weit zu gehen, wie das gegenüber der eigenen Bevölkerung oder gegenüber der Wählerschaft möglich ist. Und andererseits aber dann auch natürlich in den anderen Ländern klar zu machen, dass das jetzt nicht böser Wille ist oder so, wie das teilweise ja kommuniziert wird, sondern dass es halt ein schwieriges Gefüge innerhalb Europas ist, dass dabei die Deutschen so etwas, also gerade in diesen wirtschaftlich-fiskalischen Fragen, eine Leitfunktion haben, das glaube ich, davon wird man ausgehen müssen. Das wird sich auch jetzt demnächst nochmal zeigen, welche Initiativen die Bundesrepublik oder die Bundesregierung im Rahmen der Ratspräsidentschaft tatsächlich einbringen kann und wie weit man da weiterkommt. Ich glaube, dass das halbe Jahr jetzt so etwas wie eine große Chance ist. Und wenn die ungenutzt verstreicht, dann ist es schlecht, weil sozusagen zusammenkommen, das Wissen in der Berliner Regierung, dass man mehr zahlen wird und muss für Europa. Der Umstand, dass mit Frau von der Leyen eine deutsche Präsidentin an der Spitze der Behörde steht. Und drittens noch die Krisensituation mit all dem, was dazugehört in der Bearbeitung. Das kann natürlich auch die EU zerlegen. Ja, das, sozusagen Krisen haben immer diese beiden Seiten, nicht? Begriff ist ja auch bei Aristoteles so eingeführt, dass die Krise, die Entscheidung da ist, ob es zur Genesung geht oder aber zum Exit. Richtig. Auf der anderen Seite sieht man über die Jahre hin, auch vor allem der Merkel-Jahre, große Vorsicht, große Zurückhaltung, wo man vielleicht
eine kühne Idee hätte wirken lassen können. Ich habe auch manchmal den Eindruck, die Kritik an Europa, der Tendenz, sozusagen Juristen die Hauptmelodie zu spielen, zu regeln, auch kleinteilig zu regeln, wo eine große Vision die Herzen erfasst. Ich meine, es war für mich ein ziemlich enttäuschender Akt, das nahezu nächste und simpelste, einfachste, menschliche, emotionale, dass wenn ein Land wie Italien unter enormen Todeszahlen leidet, als Chefin der Kommission nicht die Hand hinzustrecken und zu sagen, wir sind bei euch. Und dann mit der Verzögerung von 2 Wochen letztendlich dann natürlich aktiv wird. Und der Ausdruck ist Geld. Und wenn wir dagegen die Initiativen der Chinesen nehmen, die sozusagen Klopapier anbieten, ja, und besser wegkommen, dann halte, ja, ich dafür, also so das Spontane ist nicht sehr pro-europäisch leidenschaftlich. Nein, ich meine, da beschreiben Sie sehr, sehr schön. Europa ist in vieler Hinsicht, jedenfalls sobald die Brüsseler Administration ins Spiel kommt und die einzelnen Regierungen, eine komplizierte Verwaltungsveranstaltung, bei der Empathie eher ein störender Faktor des Administrierens von Vorgängen ist. In solchen Situationen aber wird Empathie nachgefragt, wird gefordert. Und da kann man sagen, das haben die Chinesen ganz raffiniert gemacht, indem sie sozusagen ein bisschen billiges Zeug dahin geschickt haben, aber sozusagen ein Riesen-Event daraus gemacht haben mit entsprechenden Kameras und derlei mehr. Das ist sicherlich auch unter dem Handlungsdruck und der Überforderung in den einzelnen europäischen Ländern unterschätzt worden, was in einer solchen Situation Gesten der Solidarität bedeuten. Und dass man gerade, wenn man eine Bevölkerung hat, die die Möglichkeit hat, auf Solidaritätsmangel oder Verweigerung von Solidarität mit dem Stimmzettel zu reagieren, dass das eine ungeheure zentrale politische Herausforderung ist, das zu zeigen. So, das ist der eine Punkt. Zweite Punkt ist, Sie haben völlig recht, das ist nicht die Stärke von Frau Merkel. Auch nicht die Stärke von ihr zu führen, sondern der Politikstil ist eher darauf ausgelegt, zu beobachten, zu analysieren, möglichst viel Wissen zusammenzutragen, um dann vorsichtige Entscheidungen zu treffen, die unter dem Vorbehalt ihrer Revisionsfähigkeit stehen. Das kann man sagen, ist in bestimmten Situationen sinnvoll und effektiv, aber in anderen nicht. In manchen Situationen habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, dass Gerhard Schröder nicht mehr Kanzler ist in den letzten 15 Jahren, der also dann mit der Faust auf den Tisch und basta, wo bleibt die Pasta, das Ganze beendet hat, nicht? Während Frau Merkel eigentlich sich auch in der Finanzkrise oder in der Eurokrise nie angeboten hat, die Pickelhaube auf den Kopf zu bekommen und das Bärtchen unter die Nase. Es gab natürlich in Griechenland entsprechende Karikaturen und auch Italien, aber das hat nicht gewirkt. Das sozusagen konnte jeder sehen, passt nicht. Also die alte Beobachtung, so manches, was in bestimmten Situationen eine Stärke ist, ist in anderen Situationen ein Mangel. Und ja, in dem Strich kann man sagen, es ist dem Regierungsstil von Frau Merkel gelungen, in einer Reihe von schwierigen Situationen Europa zusammenzuhalten, aber eher defensiv. Und es ist
ihr nicht gelungen, in solchen Situationen besonders voranzukommen. Nun kann man natürlich auch sagen, Versuche in diese Richtung hätten möglicherweise mehr Scherben bedeutet als und so. Da müsste man das im Detail gehen. Also insofern glaube ich, würde ich da jetzt nicht sozusagen eine große Kritikattacke reiten wollen. Die würde ich nur machen in der Frage der fehlenden Empathie in der Anfangsphase dieser Krise, als die, vor allen Dingen zunächst einmal die Italiener, da mit dem Rücken an der Wand standen. Dann kamen relativ schnell die Spanier dazu. Und dann war man irgendwie schon wieder einigermaßen drin. Aber das war sicherlich etwas, was Europa sehr geschadet hat. Und dann natürlich, darüber haben wir ja schon gesprochen, dieses sture Hochziehen von Grenzen. Da habe ich ja vor einiger Zeit ein bisschen mir Kenntnisse verschafft über den Raum Mühlhausen, Straßburg, Basel, Freiburg, Konstanz, der ein sehr eng verflochtener Raum ist und welche katastrophalen Wirkungen da ein schnell hochgezogenes Grenzregime bedeutet. Ja. Wir haben in diesen Tagen gerade eine neue Meldung, dass die große Klammer, die transatlantische Klammer, die sicherheitspolitische Klammer, die NATO, unter wieder sehr spontanen Entscheidungen des Weißen Hauses leidet in gewissem Sinn. Es ist nicht ganz allein Amerika. Es gibt auch hier in diesem Land Stimmen, dass man zumindest mit bestimmten Truppen, mit bestimmten Waffen besser führe, wenn sich da etwas verändert. Was halten Sie von diesen, sind das Zeichen der Erosion, dass die NATO nun belehrend an den amerikanischen Präsidenten herantreten muss, um ihm zu sagen, dass das, was er hier tut, Amerika schadet und nicht nur den deutschen Nichtbringern der Schuld, von der er ausgeht, mit 2%. Ja, ich glaube, das Problem ist in diesem Falle, dass der US-Präsident das in hemmungsloser Weise betreibt, was man den Primat der Innenpolitik nennen kann. Ich meine, der hat ja offenbar auch gar keine Vorstellung davon, wie komplex die Ausdünnung der Truppen ist, die er da jetzt ins Auge gefasst hat. Dass es vor allen Dingen um Stäbe geht, bei denen man sich sehr genau überlegen muss, ob man, wie man die unterbringt. Und dass es sich ja hier nicht sozusagen um eine Struktur handelt, bei der, was weiß ich, 150.000 Mann Kampftruppen da waren, wie das mal in Deutschland der Fall gewesen ist vor 30 Jahren. Wenn man sagen kann, naja, da ziehen wir halt, was weiß ich, eine Division zurück oder lösen zwei Brigaden auf oder sonst irgendwas. Sondern solche Veränderungen, die gehen dann ans Eingemachte. Nicht? Und das ist nämlich alles, was Sie gemeint haben, wenn Sie gesagt haben, genau das dem Trump erklären. Nein, das hätten seine eigenen Leute auch erklären. Ja. Man hat ja nicht mal mit dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium das anständig kommuniziert und sich da militärischen Sachverstand reingeholt. Ja, Herr Mückler, es gibt Fragen, die uns gerade erreichen. Da gibt es eine Frage von Herrn Max Röhl, der fragt, was wären konkrete politische oder ökonomische Kontingenzpuffer, um die Verwundbarkeit von modernen Gesellschaften in Bezug auf Pandemien zu minimieren, ohne die Globalisierung rückabzuwickeln? Ja. Naja gut, okay. Also Kontingenzpuffer heißt eine andere Sichtweise auf Just-in-Time, beginnend bei globalen Lieferketten. Nicht? Ich würde sagen, Corona hat sich bei uns als erstes bemerkbar gemacht, als es noch gar nicht als Virus in nennenswertem Umfang hier angekommen ist, aber die Chinesen haben bestimmte Teile der Produktion eingestellt, einstellen müssen und auf einmal
fehlten hier Teile, weil man die Kosten von Lagerhaltung gespart hat. Klar, das sind gewaltige Kosten, nicht, wenn man das alles vorhält. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass solche Entwicklungen in Zukunft häufiger eintreten und wir sinnvollerweise darauf vorbereitet sind, dann ist das ein Bereich. Und man kann es vielleicht auch so sagen, dass das, was wir im Bereich der kritischen Infrastruktur machen, nicht? Dass man sagt, okay, da brauchen wir halt, was weiß ich, ein zweites Zentrum, wenn das eine ausfällt, dass das andere dann das übernimmt und so weiter. Dass man also die Vorsorgeregelungen, die im Bereich von kritischer Infrastruktur getroffen worden sind, ausweitet im Lichte der Erfahrung der jetzigen Pandemie. Das sind Beispiele dafür, die zeigen, man muss nachdenken über Verwundbarkeiten. Nun ist das sozusagen ein Thema, das ich seit 10, 15 Jahren traktiere. Das sicherheitspolitisch, und das ist in einem ganz weiten Sinne zu verstehen, die Analyse eigener Verwundbarkeiten nach dem Ende der Bipolarität die zentrale Kategorie ist, nicht? Und sagen, in den bipolaren Verhältnissen hat man halt immer geguckt, was haben die anderen und was haben wir? Und dann hat man halt die blauen Einheiten und die roten Einheiten nebeneinander gestellt und auch nach Kompensationen geguckt, um auf diese Weise dem Imperativ des Gleichgewichts zu folgen. Und das hat sozusagen stabilisierende Effekte gehabt. Und wenn man das Ganze noch mit Begrenzungsabkommen unterbaut hat, dass an die Kosten dafür nicht aus dem Ruder gelaufen ist, hat das so etwas wie Sicherheit generiert. Diese Zeiten sind vorbei. Von asymmetrischen Herausforderungen bis allem möglich. Und insofern werden wir uns in der Frage einer strategischen Analyse von Verwundbarkeiten und dem Schließen von Verwundbarkeiten anders aufstellen müssen. Und dazu wird dann auch gehören, sicherlich, dass man sagen kann, okay, die Europäische Union, um dann nochmal darauf zurückzukommen, steht zurzeit unter drei Herausforderungen, nämlich der der Russen, die ab und zu mal Hackerangriffe fahren und hier und da und dort versuchen, mit Desinformationskampagnen die Europäer gegeneinander auszuspielen oder Bevölkerungen zu verunsichern. Erstens. Zweitens, unter der Katzenpfoten-Strategie der Chinesen, die eine Reihe von europäischen Ländern finanziell so unterstützen oder von sich abhängig gemacht haben, dass sie damit rechnen dürfen, dass es in Europa keinen Beschluss gegen China gibt. Das wird Hongkong betreffen. Ich höre nichts. Sozusagen zusammenrechnet, kann man sagen, okay, wir müssen als Europäer auch gleichzeitig versuchen, so viele Fähigkeiten bei uns zu bündeln, dass wir weder von den Chinesen durch Aufkauf irritiert werden können, noch durch russische Hacker und Desinformationskampagnen bei uns in Drittsteine von deren Interessenpolitik verwandeln und dass wir dann auch gegenüber den USA sagen können, naja, wenn ihr das unbedingt meint, dass ihr uns in dieser Frage drängen müsst, dann verlegt doch Rammstein woanders hin. Ja, wir können das dann auch alleine. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Europäer diese Fähigkeiten jedenfalls perspektivisch entwickeln und bereithalten müssen. Ich glaube aber, dass es daran sowieso keinen Weg vorbei gibt. Hier ist noch ein Herr Pönitz, der fragt, sehen Sie die Beschleunigung bestehender Entwicklungen und die Sichtbarkeit des schwierigen Prozesses der Politik, der Medizin als gesellschaftlichen Vorteil in dem Sinne, dass eine Entzauberung zu stärkerer Partizipation führt, oder erzeugt das eher einen Vertrauensverlust in vermeintliche echte Experten und echte Experten und damit als Nebeneffekt
auch Verschwörungstheorien. Guter Punkt, ja. Also Verschwörungstheorien haben sozusagen den großen Vorzug, dass sie einen ausmachen, der nicht nur die Ursache, sondern auch die Schuld von Entwicklungen gibt, weil es einen oder einige gibt, die sozusagen solche Krisen intentional hervorgebracht haben. Das erleichtert einem ungeheuer innerlich. Ja. Das sozusagen macht den Charme von Verschwörungstheorien aus, dass sie Akteure angeben, die im Hintergrund all das gemacht haben. Auf einmal ist sozusagen Kontingenz weg, sondern es gibt böse Leute. Und die haben auch von daher was Beruhigendes. Beschleunigung andererseits ist ein Faktor, der vermutlich zu einer Erhöhung von auch, nicht nur, auch von Fehlentscheidungen führt. Hätte man vielleicht ein Vierteljahr Zeit gehabt, zu überlegen, wenn man Grenzregime einführt, wie man die organisiert, dann hätte man möglicherweise nicht diese ziemlich dumme und hektische Politik. Kurz hat damit angefangen gegenüber Italien, dann hat der Seehofer gemeint, was der Kurz kann, muss ich auch können und so weiter und so weiter. Also sozusagen wie Dominosteine hintereinander. Insofern haben Beschleunigungen hohe Risiken. Und sie führen dann auch zu einem eigentümlichen Missklang in der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, wir hatten das vorhin ganz kurz mal angesprochen, wie sozusagen die Experten dann aufgetreten sind, entweder mit ihren eigenen Podcasts oder aber in Talkshows und dann sich sehr, sehr schnell herausstellte, es gibt ja gar nicht die virologische oder die epidemiologische Meinung, sondern es gibt ganz unterschiedliche Leute. Nicht? Und, darüber müssen die entsprechenden Institutionen auch nochmal nachdenken, von der Leopoldina bis hin zu den einzelnen Universitätsinstituten, wie man Wissen kommuniziert und dass Wissenschaft nun mal nicht das ist, was man einem allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gott so getraut hat, sondern dass es in der Regel ein vorläufiges Wissen ist. Hier kommt noch eine Frage, die sich da anschließt. Judith Groß fragt, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus der Lockdown-Zeit, die wir positiv für die Zukunft nutzen können, um bestimmte Dinge besser zu machen, Umwelt, Pflege, Familien, Arbeitsleben etc. Sie selbst haben ja dieses Buch hier veröffentlicht, in dem Sie sehr viel Zuversicht verteilen und wenig mit eigentlich apokalyptischen Wandmalereien zu tun haben. Ja, das kann man auch in diesem Fall sehen. Wir haben ja schon angesprochen, sozusagen den für Umwelt positiven Effekt, wenn die Leute weniger reisen, der Flugverkehr geringer wird, weil manches auch gelöst werden kann, wie wir das heute Abend machen. Nicht? Denn ist jetzt sozusagen nicht die große Reiserei gewesen. Ich hätte halt nur in einer Weise nach Heidelberg kommen müssen und die Teilnehmer hätten den Heroismus aufbringen müssen, in einen möglicherweise dann zu eng bestuhlten Saal einzukommen. Also gut, das haben wir besser gelassen. Wenn man überlegt, was sich da tagtäglich, wenn man in Deutschland mit dem Zug sich bewegt hat oder auch gelegentlich mit dem Flugzeug, an Geschäftsreisen, an sonstigem stattgefunden hat, da kann man sagen, ja, ist eine ganze Menge zu lernen im Hinblick auf die positiven Effekte, die ein stärkerer Gebrauch von Digitalinstrumenten, Videogesprächen und derlei mehr hat. Die Natur, die Luft, die Umwelt hat auch durch die Corona-Krise und den Lockdown so etwas wie einen Augenblick des Durchatmens bekommen. Nicht? Also was weiß ich, dass die entsprechenden Belastungen in deutschen Großstädten doch deutlich zurückgegangen sind und so weiter und so weiter.
Das sind Faktoren, die man noch mal, über die man nochmal nachdenken muss. Aber wenn ich das so beschreibe, ist natürlich auch klar, darüber wird die Tourismusindustrie, werden die Reiseveranstalter, wird aber vor allen Dingen auch die Luftfahrtgesellschaften sich ganz anders aufstellen müssen. Und vielleicht kann man im Rückblick in 10 Jahren sagen, na gut, also 2019 war der Höhepunkt dessen, was da an Kerosin in der Luft ausgestoßen worden ist. Und diese Zahlen sind nicht mehr erreicht worden. Das tut der Umwelt gut, aber das trifft natürlich recht negativ die Beschäftigten dabei, die vermutlich so attraktive Arbeitsplätze nicht mehr bekommen werden. Okay. Das heißt, wir haben hier einen Vorgang, bei dem die Herausforderung ist, ihn möglichst positiv zu gestalten, aber im Wissen, dass es dabei natürlich eine Reihe von bitteren Einschnitten gibt. Das ist normal, aber in so einer Krise überrollt einem das regelrecht. Wir haben eine ganze Reihe Fragen, die eigentlich darum sich drehen, was wir vorher mal Kühnheit nannten, also das Nicht-Vorstellbare vorzustellen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und was können wir dafür tun, dass diese Visionäre, also das, was man früher Herrn Kohl, Bundeskanzler Kohl, immer unterschoben hat, dass er getrieben war von einer Idee Europas, was könnte sozusagen vielleicht auch global für eine Weltordnung stehen, die Verantwortung und groß denkt und nicht im Kleinteiligen ertrinkt. Also ich glaube, dass das, was wir die letzten 30 Jahre als Vorstellung einer zusammenwachsenden Welt hatten, dass diese Entwicklung sich umgekehrt hat. Also sozusagen, wenn man die Zeit nach 89, 90 beschreibt als großräumig, langfristig und rational, dann hat schon in den letzten Jahren eingesetzt eine Rückkehr zu kleineren Räumen, zu kürzeren Zeitperspektiven. Und Populismus, kann man natürlich auch sagen, ist eine allgemeine Emotionalisierung von Politik. Das ist so. Ich glaube auch nicht, dass es da Sinn macht, sich hinzustellen und zu sagen, aber wir Intellektuelle wollen jetzt an diesem alten Modell weiterarbeiten und das durchsetzen, weil dafür die Unterstützung nicht mehr da ist. Die USA haben sich daraus verabschiedet. Die Chinesen und die Russen haben immer, wenn es ernst wurde, auf ihre Souveränität und die inneren Angelegenheiten gepocht. Zu glauben, dass in dieser Richtung der Prozess weitergeht, heißt vermutlich, seine Kräfte für ein Projekt zu verschwenden, das nicht durchführbar ist, das scheitern wird. Okay. Deswegen war mein Vorschlag eher in durchaus große Räume, nicht? Also sozusagen den Schengen-Raum oder den Euro-Raum, also jedenfalls sozusagen diese mehreren Räume, die man übereinanderlegen kann und die sehr dichte Konkurrenzen haben und eher Ausläufer, also das, was Europa ist, darüber nachzudenken und dieses Projekt zu politischer Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit zu entwickeln, das ist etwas, was letzten Endes gekonnt werden muss und was doch auch ein visionäres Projekt ist. Ja. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt da irgendwas an die Wand malt. Also ich meine, meine Kollegin Ulrike Gero sagt, ja, okay, diese EU, die ist so furchtbar, schaffen wir sie ab und gründen wir die EU neu. Das, glaube ich, wäre ein Verhängnis, weil das uns in Probleme hineinführen würde bei der Gründung, die wir gar nicht lösen können. Sondern die Herausforderung anzunehmen, ein Schiff auf hohe See umzubauen. Ja, das ist ein schwieriges Projekt. Und gleichwohl müssen die Europäer das jetzt hinbekommen. Frau Kirschbaum
fragt oder ja, fokussiert. Bei Platon gibt es die schöne Vorstellung von den Philosophen, die den Staat lenken. In der Corona-Zeit treten Naturwissenschaftler als Experten auf und beraten Politiker, was nun vielen auch nicht recht ist. Welche Experten, welche Disziplinen sollten aus Ihrer Sicht in Regierungen eine aktivere Rolle spielen? Ja, zunächst mal würde ich sagen, sind da alle gefordert, ihr Wissen bereitzustellen und das mit möglichst wenig persönlichen Eitelkeiten und Animositäten miteinander zu tun, sodass, wenn sie sich streiten, sie tatsächlich sich um wissenschaftliche Fragen streiten und nicht um den Vorrang gegeneinander und so weiter und so weiter. Also was wir da teilweise gerade aus der Ecke der Virologen erlebt haben. Ein Tumult der Eitelkeiten. Ich glaube aber nicht, dass wir angesichts der Differenziertheit des heutigen Wissens und der Komplexität der Probleme noch so etwas denken können, wie das bei Platon die Vorstellung ist. Die Philosophen sind im Prinzip als die Weisen jenseits von Spezialisierungen diejenigen, die das Ganze komplett im Auge behalten können und von daher Entscheidungen treffen. Das würde ich auch meinen Kollegen aus der Philosophie, die ich sowohl in Frankfurt als auch in Berlin intensiver kennengelernt habe, im universitären Kontext gar nicht zutrauen. Denn im Prinzip sind Wissenschaftler, je sorgfältiger sie sind im Umgang mit Problemen, umso zurückhaltender beim Treffen von Entscheidungen. Von daher glaube ich, ist ein Modell, das so funktioniert, dass die einen Vorschläge machen und die anderen dann aus der Fülle der Vorschläge heraus Entscheidungen treffen, sehr viel besser. Wissen Sie, wenn ein solches Problem sich vor Augen führt, dann gibt es immer so viele Gesichtspunkte, die dafür, aber andere, die dagegen sprechen. Und das ist eine so diffizile Lage, dass man eine hohe Fähigkeit zur Komplexitätsreduktion hat. Und genau das ist ja etwas, was Wissenschaftler eigentlich nicht tun sollten. Ja, sozusagen das Ganze so runter reduzieren auf ein paar einfache Dinge, dass sie das leicht im Griff haben. Das ist aber eine Fähigkeit der Politik, die sozusagen auch professionell dort anzusiedeln ist. Und wenn man das Ganze so macht, dass die unterschiedlichen Vorschläge der Wissenschaft jetzt nicht nur aus einem Fach, sondern dass auch gewissermaßen das, was die Mediziner sagen, ausgewogen wird gegen das, was die Ökonomen sagen und dass die Jugendpsychologen und die Ehetherapeuten und alle möglichen, die in so einer Situation gefragt sind, da zusammenwirken und das Ganze in einer öffentlichen Diskussion, das ist nach meinem Dafürhalten das am besten geeignete Modell, solche Herausforderungen zu bewältigen. Also so ein chinesisches Modell, wo man das Ganze nicht durchschaut, das natürlich den großen Vorzug hat, dass das Vertrauen in die Wissenschaft und die Entscheidungen der Partei nicht ruiniert wird, weil es keinen gibt, der dazwischen redet. Dem möchte ich mich eigentlich nicht anvertraut wissen, weil was eigentlich, wenn die sozusagen die ganze Zeit in die falsche Richtung gehen? Nicht? Also sozusagen die Vermeidung von Fehlern ist in manchen Situationen schon ein zentral hohes Gut. Und das so zu organisieren, weil Wissenschaft natürlich auch ein Verfahren ist, das mit Fehlern behaftet ist. Das wäre schon gut. Und ich will gerade noch sagen, nicht, wir haben natürlich in der Wissenschaft auch Kontrollmechanismen, aber es sind mindestens zwei Studien jetzt, die peer-reviewed waren, mussten zurückgezogen werden, weil offenbar die Peers keine Ahnung hatten oder keine Zeit oder sich das nicht ordentlich angeguckt hatten. Und nicht mal eine Vorstellung davon hatten, wie die Daten, die dem zugrunde lagen, überhaupt zustande gekommen sind.
Also von daher denke ich, wir sollten nicht zu viel von den Wissenschaften erwarten. Wir hatten auch keine Expertokratie in der letzten Zeit, sondern was wir hatten, war, dass die Politik Entscheidungen, die sie getroffen hat, legitimiert hat und der Verweis auf wissenschaftliche Ratschläge. Das ist aber was ganz anderes als eine tatsächliche Expertokratie. Was mir wichtig erscheint, ist das, was Sie hier ja in den verschiedenen Vergleichen schon nahelegen, ist ein wirklich nuancierter Systemvergleich. Nicht nur partielle Aspekte der Entscheidungsfindung oder der Regelung öffentlichen Lebens. Was wir dringend brauchen, ist ein sehr nuanciertes Wissen, um diese möglichen Alternativen, die heute in populistischen Kontexten so willfährig angeboten werden. Eine Frage zu dieser wirklich die in gewissem Sinn die Weltordnung betreffenden Phänomens. Was halten Sie von den Beispielen, ich nenne einmal die Ukraine, ich nenne oder Krim, ich nenne Nahost, die Ausdehnung Israels in Palästinensergebiete, ich nenne Hongkong als Erosion des Völkerrechts. Das scheint mir etwas, was sehr Gefährliches zu sein und das eigentlich kein Gegenstand ist unserer Auseinandersetzung. Naja, das soll ich sagen, spielt schon immer wieder eine Rolle. In der Frage, sind Sanktionen wirkliche Sanktionen, die Effekte erzielen, oder ist das eher eine Politik, die darauf abzielt, so zu tun, als würde man etwas tun? Das würde ich glauben, betrifft die Russland-Sanktionen wegen Donbass und Krim. Ernstlich gibt es keine Aussicht darauf, dass irgendjemand in der Lage wäre, den Russen die Krim wieder abzunehmen. Und die Frage ist, ob man die eigenen Handlungsoptionen erhöht, indem man ein Sanktionsregime mit Abbruch von vielen Kontakten baut, oder aber ob man andere Formen nutzt und auch sagt, naja, wenn es uns gelingt, den Konflikt in der Ostukraine in einen wirklichen Frozen Conflict zu verwandeln, also dass zwar alle Auseinandersetzungen noch mal da sind, dass aber nicht mehr geschossen und gekämpft wird, dann ist das etwas, wofür man den Russen die Aufhebung von Sanktionen in Rechnung stellt. Das heißt sozusagen, man nimmt seinen eigenen Anspruch, nämlich Wiederherstellung des Status quo ante, dahingehend zurück, dass man eine mittlere Ebene bezieht. Das würde ich in solchen Fragen für eine kluge Politik erhalten. Dass die sehr tapfere Demokratiebewegung in Hongkong auf verlorenem Posten steht, wird man in Rechnung stellen müssen. Im Augenblick kann ich mir auch nicht vorstellen, wie die Europäer sich auf eine Politik der wirtschaftlichen Sanktionen gegen China einlassen. Dann würden sie ja sozusagen mit einem Nachtrab von 1,5 Jahren betröppelt hinter der aggressiven Wirtschaftspolitik von Donald Trump herlaufen. Nicht? Dass man also in solchen Fragen auch sich die Frage stellen muss, wenn ich das und jenes mache, wessen Verbündeter bin ich dann zwangsläufig? Problem, das wir ja in der Frage Iran x-mal durchgespielt haben. Also ich würde auch darauf jetzt wieder antworten, ja, wir sind in einer Situation, in der vermutlich die große Zeit der Erwartung der Juridifizierung und Verregelung der internationalen Politik vorbei ist, verbunden mit der Vorstellung, dass internationale Gerichtshöfe dann Entscheidungen treffen. Die US Army hat geübt. Amerikaner, die in Den Haag vor den Strafgerichtshof gestellt werden, dort mit militärischen Mitteln zu
befreien. Das wird gerne bei uns nicht erwähnt, aber das gehört sozusagen auch dazu. Donald Trump hat es mehrfach gesagt. Das heißt sozusagen, dieses Konzept einer globalen Verregelung mit einem, der für die Durchsetzung dieser Regeln sorgt und sich selber daran hält, ist offenbar gescheitert. Die USA haben es daraus verabschiedet. China wird in dieser Rolle nicht nachfolgen. Kann man auch im Ernst nicht wollen, dass sie das tun. Die Vorstellung, naja, das kriegen wir schon hin, indem wir einen Zeitungsartikel darüber schreiben uns heftig beklagen darüber, dass dies und jenes passiert. Das ist auch eine Form halt von irgendwie Selbstberuhigung, Selbstbefriedigung und anderem mehr. Also ein gewisser Realismus in der Politik, bei dem man sich klar macht, was kann man erreichen, was kann man nicht erreichen. Die allerschwierigste Frage dabei ist die Zwei-Staaten-Regelung, Lösung in Palästina. Weil in diesem Fall sich ja herausstellt, ich meine, Bundesrepublik Deutschland wird den Teufel tun, da gegen Israel Sanktionspolitik zu machen. Das ist auch klar. Aber wenn sie in diesem Falle sie nicht macht, dann hat man schon das Problem, ja, warum machen sie sie dann in der Krim oder woanders, nicht? Also dann fliegen auch noch die Inkonsistenzen des eigenen Agierens einem um die Ohren. Insofern ist meine Auffassung, solche Zielprojektionen und auch Anforderungen an Verriegelungen sehr viel stärker zurückzubinden an das, was man tatsächlich machen kann. Da gibt es so einen Begriff, der heißt rote Linien, ne? Ist immer mal wieder kommuniziert worden. Aber offenbar haben die meisten Leute, die den kommuniziert haben, sich das so vorgestellt wie beim Fußballspiel, wo der Schiedsrichter die Spraydose rausholt und irgendwie auf den Rasen da so eine Linie macht. Und weil er ja Leute vom Platz stellen kann und die gehen dann auch vom Platz, folgen die dann irgendwie. Aber in der internationalen Politik kann man sagen, okay, das ist die rote Linie, aber wenn der andere es nicht einhält, dann muss ich was rausholen. Und dann muss ich dafür sorgen, dass sie eingehalten wird. Und wenn ich mir das nicht zutraue, weil ich nicht bereit bin, mich auf einen militärischen Konflikt, sagen wir mal in der Frage Syrien, einzulassen, dann ist es doch ratsam, nicht den Mund so voll zu nehmen und von vielen roten Linien zu sprechen, die da jetzt schon wieder überschritten worden sind und derlei mehr. Und sozusagen meine eigene Glaubwürdigkeit zu demolieren, was ein Problem irgendwann auch von Obama bekanntlich gewesen ist. Also sozusagen eine gewisse Klugheit, das ist jetzt zunächst mal ein Appell an meine eigenen Kollegen oder die politischen Intellektuellen, die gerne bei solchen Sachen, dann schwillt ihnen der Kamm und sie stellen Forderungen an die Politik, die im Prinzip von ihrem Gehalt her nur nachhaltig unterstreichen, dass sie sich keinerlei Gedanken über die Durchsetzung von Forderungen gemacht haben. Also sozusagen der Tumult der Moralunternehmer, den wir da immer wieder beobachtet haben, ist kein kluger politischer Ratgeber. Da sozusagen sehr viel stärker von den eigenen Fähigkeiten her zu denken, das wäre, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Ja, Professor Münkler, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein nüchternes und faires Resümee. Ich glaube auch, alles schönreden wäre nicht das Richtige. Ich glaube, Ihr Plädoyer für strategisches Denken und weniger moralische Normen und Imperative ist eigentlich ein Appell an uns alle, mit was für, in welchem Niveau wir uns mit den großen Fragen internationalen Politik und Gesellschaft auseinandersetzen wollen. Es ist ein nachdenkliches, aber mit Ihrem letzten Buch, es ist kein apokalyptisches Bild. Es ist eine Aufforderung, sich zu beteiligen, mitzumachen. Und das hat dieses Gespräch, glaube ich, sehr gut gezeigt. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen sei gesagt, wir machen weiter.
demnächst kommt, am Sonntag kommt A.L. Kennedy und wird über ihr neues Buch sprechen. Wir werden mit Roger Duvec diskutieren und Noam Chomsky und Susan Nyman, die, glaube ich, ihre Zuversicht mit Herrn Professor Münkler teilt. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Alles Gute. Danke. An den Neckar.